Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Marvel Spider-Man. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Und zwar geht es hier um eine weitere Mission. Und es geht um die Hoch an der Regenrinne. Gehen wir mal los runter. Die Polizei sieht aus, als könnte sie Hilfe brauchen. Das hat sicher wehgetan. So, Jungs. Danke für die Hilfe, Spider-Man. Erbitte Funkspruch. Wir brauchen einen Wagen. Drin sind vermutlich noch mehr. Ihr Jungs bleibt hier. Okay, dann machen wir mal einen Spaziergang. Also, da ist jemand einfach durchgefahren. Spider-Man! Sie sind verletzt. Ich bin okay, aber du musst Standish finden, schnell. Die Typen mit den Masken haben ihn entführt und in seine Wohnung verschleppt. Oh, da kommen sie schon. Oberster Stock. Okay, warten Sie hier. Gut, dass ihr da seid. Mein Auto ist weg. Ich bin sicher, dass ich hier geparkt hatte. Oh, das ist aber nicht nett. Dann nehmen wir mal. Türen haben. Brauch's nicht nachzuladen. Thank you.
Ach, komm schon, Jungs. Kaboom. Und schon kommt die Verstärkung. Hey, ihr arbeitet auch hier? Die Parkplätze werden aber echt gut kontrolliert. Wow, 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 Jungs. Guter Kampf. Der Wille war da. Aufzug geht nicht. Sie wissen, dass ich hier bin. Vielleicht kann ich den Aufzugsschacht hochkrabbeln. Du kannst alles. Von hier aus müsste ich eigentlich ins Penthouse kommen. Wenn ich näher rankomme, kann ich ihn ausschalten. Yep. Okay, fast geschafft. Aus dem Licht bleiben. Okay, das meinte mit Licht. Oh, Glück gehabt. Der Ruhe.
Hohes Gebäude. Brandbomben? Im Ernst? So, okay, nun haben wir Brandbomben und zusätzlich noch fahrende Lifte. Bewegung! Oh oh! Nicht gut. Naja. Hat funktioniert. Das Standish. Okay. Und jetzt? Geben Sie Ihr Passwort ein. Er klingt nervös. Vielleicht sollte ich ihn ausschalten. Dann sind wir schon mal minus zwei. Schon sagen, es ist wirklich ein schönes Penthouse hier. Okay, da sind noch drei hier. Und jetzt ist nur noch einer.
Gott, da sind noch mal drei abgetaucht. Gute Nacht. So, wo bist du? Jetzt sind es noch mal zwei. Keine Sonderbehandlung. Okay, geschafft. Hoffentlich geht es Standish gut. Und da kommt schon die Kavallerie wieder. So. Tut mir leid wegen Kunstwerken, aber musste sein. Versuchen wir es nochmal. Gefahr gebannt. Hinter was waren die her? Nur Finanzunterlagen. Über den Teufelsatem? Woher weißt du davon? Warum wollen die das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Mr. Osborne hat da jahrelang Geld hineingesteckt, aber das ganze Projekt ist geheim. Ich bin der Einzige, der Unterlagen darüber besitzt. Nicht mehr. Die haben etwas auf einen gesicherten Server kopiert. Gehaltsinformationen eines Dr. Isaac Delaney. Wer ist das? Ich weiß es wirklich nicht. Runter! Los, los! Halt, der Aufzug ist... Bin gleich da! Fast erwischt! Versuchen Sie, langsamer zu fallen! Hab Sie! Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut.
Gut. Naja, für einen Aufzugsschacht ist das hier doch ganz hübsch. Und was für ein Witzbold. Hey, Yuri. Alles okay? Ja. Aber ich habe nicht viel aus Standish rausgekriegt, bevor diese Sable-Typen mich weggeschickt haben. Was läuft da? Ich glaube, sie wollen dafür sorgen, dass er den Mund hält. Weil er etwas über den Teufelsatem weiß. Genau. Was auch immer das ist. Ich arbeite dran und habe schon eine Spur. Eine Spur? Du hörst dich an wie ein Polizist. Du meinst... Spider-Corp. Yuri? Das ist nur fair. Okay, und so, das war das nur für diese Hauptmission. Was ist mit Standish? Er ist in Sicherheit. Okay, gut. Und die Dämonen? Sie haben einen Namen gesucht. Hast du was zum Schreiben? Ja, los. Dr. Isaac Delaney. Okay, wer ist das? Was ist mit ihm? Ich hatte gehofft, du wüsstest es. Ich bin dran. Gib mir nur einen... Ach, bevor ich's vergesse. Du hast diesen Tracker von Tombstone bei mir vergessen. Ich bringe ihn zu Dr. Octavius' Labor und sage dir, was ich über Delaney habe.